Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Kabel 1 zur erfolgreichsten Gameshow der Welt, Ihrem Glücksrad. Und hier kommt der Mann, der rechtzeitig abdreht, wenn ein Eisberg auf ihn zukommt, Frederik Meissner. Jawohl, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Grüß dich recht herzlich aus unserem wunderschönen Studio in München. Haben Sie es gestern mitbekommen, liebe Zuschauer? Eine Kandidatin, die Gabi, hat 78.500 D-Mark bei uns gewonnen. Darunter war beispielsweise dieses Auto. Super Spiel haben sie nochmal geknackt und wunderschöne Preise konnte sich aussuchen während der drei Runden. Heute fangen wir wieder neu an mit 10.000 D-Mark im Jackpot. Sie können übrigens auch Kandidat werden. Über die Programmzeitschrift Funkuhr, liebe Zuschauer, können Sie auch hier demnächst am Rad stehen. Sie lösen ganz einfach das darin befindliche Rätsel, schicken es nach Hamburg und wer weiß, vielleicht stehen Sie demnächst hier bei uns am Rad. Das ist doch was. Viel Glück und viel Spaß wünsche ich dazu. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf meine Superfrau. Hier ist Sonja Kraus. Guten Abend. Sei gegrüßt, Sonja. Guten Abend zu Hause. Hallo, Frederik. Herzlich willkommen. Also ich finde, mit dir zu arbeiten, ist ja wie eine Stunde Fitnessstudio, in der Tat. Wieso das denn? Ja, du bist einfach atemberaubend. Oh, Frederik, dann lasse ich dich jetzt lieber mal allein und du kannst ja noch ein bisschen verschnaufen, ja, während unsere Gäste vorgestellt werden. Auch. Viel Spaß wünsche ich dir. Ja, aber Frederik hat so recht. Das habe ich mich auf diesen Anblick gefreut. So, wir starten unser Spiel mit einem Rätsel aus dem Bereich. Aus dem Bereich Titel. Toi, toi, toi. Dankeschön, Sonja. Und die Christiane darf beginnen. Titel können sein Werke aus Literatur, TV, Film, Musik und Theater. Und da gibt es doch gleich ein Los der Süddeutschen Klassenlotterie für dich. Vielen Dank. Seit umschlungen Millionen. Mhm. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Freu mich. Und als nächstes möchte ich jetzt doch einen höheren Betrag mit dir sehen, damit das Spiel auch positiv beginnen kann. 450. So, ich hätte gerne ein S wie Siegfried. Ja, zweimal das S. Na, nur eine D-Mark für dich, Christiane. Dritter Versuch hier im Rad. Und es geht gut, 750. Ich hätte gerne ein R wie Richard. Ja, dreimal. Da freut sich der Toni und die Anneliese für die Christiane. Weil Christiane ist ja Funkuhr-Kandidatin des heutigen Abends, 450. Ich hätte gerne ein N wie Nordpol. Ja, auch das gibt es für dich fünfmal sogar. Ja. Die Freude ist groß. Und jetzt müssen wir leider die 5400 D-Mark abziehen. Oh nein, ich. Toni, oh, du bist an der Reihe. Was höre ich denn von dir für die 200? Das TV Toni. Ja. Nein. Oh. Toni ist nicht in diesem Rätsel. Anneliese. Oh. Oh, ist denn so schwer? Ja. Bastjo, 400. Ich hätte mal gerne D wie Dora. D? Ja, gibt's schon. Das können wir da geben. Zweimal, 800 aber D-Mark. Ich kann mir nichts kaufen, oder? 800 D-Mark. Du könntest jetzt ein Vokal einsetzen, wenn du möchtest. Dann kaufe ich ja E wie Emil. E wie Emil? Ja. Sechsmal im Rätsel. Der Betrag von 300 D-Mark wird nur einmal von deinem Konto abgezogen. Jetzt hast du noch 500. Anneliese. Mhm. Titel, darum geht es in der ersten Runde. Und da kommt Freude auf bei der Anneliese. Auch für dich gibt es ein Los der Süddeutschen Klassenlotterie. Bitte sehr. Anneliese, auf ein neues. Ach so. Du möchtest doch das Rätsel jetzt knacken, oder? Die Möglichkeit hast du ja. Deshalb sag mir für 700 den richtigen Konsonanten. Ein M wie Martha. Mhm. Zweimal. Dankeschön, Sonja. Anneliese, 1.900 D-Mark ist dein Kontostand. Und für 600, bitte. Der Mann. War das jetzt ein Buchstabe, dieses oh. Sei so gut, sag mir einen Konsonanten. Das waren die 5 Sekunden Bedenkzeit, Anneliese. Es tut mir übersehen, aber aufrichtig leid. Christiane. Mei, jetzt war's das schon. Mei, gell. Jetzt ist aber zu spät. 200. Ich hätte gern ein K wie Konrad. Ja, einmal. Der letzte Konsonant in diesem Falle. Und möchte gerne lesen. Ja. Der Mann in der eisernen Maske. In der Tat. Korrekt beantwortet.
Nach diesem kleinen Ausrutscher von der Anneliese gewinnt jetzt die Christiane, unsere Funko-Kandidatin, die erste Runde mit 200 D-Mark. In unserer zweiten Runde dreht sich alles um eine Redewendung. Ah, ausgezeichnet. Christiane, du durftest ja die erste Runde beginnen. Jetzt darf mal der Toni beginnen. Wow. Na, wollen wir das so machen? Ja, genau, jeder darf nämlich eine Runde beginnen. Also, Toni, auf geht's an. 250. Ein S wie Sigrid. Ja, einmal. Toni, ja, du darfst weitermachen, klar. Und da kommt beim zweiten schon gleich ein Bankrott dazu. Anneliese, war das jetzt Schadenfreude? Was hast du da so schmutzig gelacht? Nein, nicht Schadenfreude. 250. Ein Engel Nordpol, bitte. Nordpol, ja. Zweimal. NW Nordpol, Neubeginn bei Kabel 1 mit dem Glücksrad. Am Freitag sollten Sie kurz vor 7:30 mal Kabel 1 drücken, um die Sendung ein zu sehen. Ein L wie Ludwig, bitte. 300, ja. D-Mark, Anneliese, und für 900, bitteschön. Ein W wie Wilhelm. Ja, einmal. Dann möchte ich was kaufen. Darfst du. E wie Emil, bitte. Ja, 300 D-Mark werden abgezogen, 6-mal im Rätsel. Und weiter geht's mit dir. Für diese Redewendung kommt jetzt hoffentlich der nächste höhere Betrag und auch der richtige Konsonant. 500. Ein D wie Dora, bitte. Dora, Redewendung, Sprichworte, geflügelte Worte, Eigenschaftsworte, Beinamen könnte der Bereich sein. Oh, 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 Anneliese. 2051 D-Mark müssen wir abziehen. Christiane, du hast die erste Runde gewonnen mit sagenhaften 200 D-Mark. Das könnte jetzt ein bisschen anders aussehen. Jetzt gibt es erstmal ein extra Dreh für dich. Das grüne Lämpchen. Sehen wir. Und weiter geht's. Du hast nämlich nichts auf dem Konto, deshalb solltest du drehen. Was verwirrt dich denn? Herr Toni. An Christiane 6. So, ich hätte gern ein V wie Victor. Mit dem Victor hast du einen Volltreffer gelandet. 600. Was machen wir jetzt nach dem Victor? Dann hätte ich gern ein G wie Gustav. Mhm. Super, freut sich der Toni. Zu Recht. Christiane spielt hier gut. 800 D-Mark hat sie bereits. Und jetzt erdreht sie sich. 800. Dann hätte ich gerne ein C wie Cäsar. Mhm. Auch das wird die Sonne umdrehen. Ja, dann drücke ich nochmal die Hühneraugen zu, liebe Christiane. Nächstes Mal ein bisschen fester, gell? Ich versuche. 300. Dann hätte ich gerne ein H wie Heinrich. Ja. Und dann möchte ich gerne lesen. Bitte schön. Verlängerndes Wochenende. Ja, das war jetzt nicht korrekt ausgesprochen. Pass auf, aber du hast ja glücklicherweise den Extra-Dreh. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Du kommst ja aus dem offenburgerischen Ecke da hat man einen gewissen Dialekt drauf. Könntest du korrekt die Antwort sagen oder möchtest du nochmal drehen? Verlängertes Wochenende. Ja, da. Ja. Gut. Da hast du nämlich was mit beigemengt, verlängendes. Hier haben wir das. Verlängertes Wochenende. Das haben wir ja. Ne? Morgen ist ja Feiertag, Christi Himmelfahrt, Vatertag. Deshalb sind wir erst wieder am Freitag auf Sendung. Christiane, herzlichen Glückwunsch. 1.900 D-Mark hast du jetzt erdrehen können und gewonnen. Da gibt es jetzt Preise für dich in unserem Hauptshop. Welch ein Rätselbereich, Sonja. Ja, jetzt geht es um etwas aus unserem Bereich Sache. Dankeschön. Und beginnen darf die Anneliese. Anneliese. Und ein Rätsel aus dem Bereich Sache spielt ihr. 450. Ich hätte gern ein R wie Richard. Ja. Dieser, bitte kommen wir nach. Sache könnte ja sein, Ding, Sachgebiet, Eigenschaft, Zustand, Spezialität. 300. Dann bitte ein N wie Nordpol. Nordpol, dieses sollst du bekommen sogar zweimal. Da hättest schon 1050 D-Mark auf deinem Konto stehen. Aber nicht mehr lange. Und jetzt ein S wie Siegfried.
She was, Annelies, wenn der Flipper bei 450 gestanden wäre. Ich hoffe, jetzt auf die 200 geschafft. Das Geld müssen wir leider abziehen. Christiane, zwei Runden hast du gewonnen mit insgesamt 2100 D-Mark an Umsatz. Wer dieses überbieten kann, wäre Tagessieger. 2000 für dich. Ich hätte gerne ein SV Siegfried. Einmal. Christiane, jetzt dreht sich's für dich um 400. Ich hätte gerne ein Divi Dora. Auch das bekommt ihr von Sonja. Da ist sie gar nicht kleinlich. Und jetzt muss leider die Christiane aussetzen. Toni! Pommes, Toni! Schon! Pommes, dünn! Ja? Was hättest du denn jetzt gerne für die Toni? TV Toni! TV Toni! TV Toni! Das ist super! Ja, dreimal das T. Und schau dir das mal an: 2000 D-Mark! Ein Kavi, Konrad! Ha, gibt es. Kabel. Kabel 1. Kabel 1. Ja. Und jetzt für die 1000 D-Mark. Gebi Gustav. Nein. Nicht. Sabalot. Anneliese. Das kann nichts werden. Das der vielleicht was? Das ist der vielleicht was, ey, gell? Jetzt wäre dann... Das müssen wir übersetzen. Das kann nicht angehen. Und 1000 D-Mark? Dann hätte ich gerne ein L wie Ludwig. Ja. Dreimal das L. Was holst du dir als nächstes, Christiane? 5400? Hast du schon? 200? Dann hätte ich gerne das F wie Friedrich. Ja. Ah, kein Glück damit. Toni? Ja. Und 2600 D-Mark hast du? Kommt denn der richtige Konsonant? Dann schreiben wir 500 gut. Envy Marta. Envy Marta. Sogar viermal. Viermal. Wollen wir diesen Erträgenbetrag gut schreiben? Ja, du hättest schon 4600 auf deinem Konto. Wenn da nicht gefährlich Bankrott ankäme. Einmalig. Aber er freut sich nur zumindest. Für mich. Die nur Daumen für mich. Gehen nach oben. Ja. 400 für die Anneliese. Ein Z für Zeppelin? Ja, zweimal. Erstaunlich mit diesen Konsonanten. Wie viel habe ich denn? Du hast 800. Um Tagessiegerin zu werden, bräuchtest du mehr als die Christiane. Die hatte 2100. Ja, aber ihr wisst das ja schon, was du hast. Ja, das war schon nicht schlecht. Aber du könntest ja theoretisch Tagessiegerin werden, wenn jetzt hier für 900 mehrmals der Konsonant zu sehen ist. Ein Baby Bertha. Baby Bertha, einmal. Das war doch schon der letzte Konsonant. Sag mir noch die Lösung. Tomaten mit Mozzarella und Basilikum. Wow, sehr schön. Da kommt Freude auf. Anneliese. Ja. Warten wir noch auf unsere Sonja. Isst du das ab und an so? Tomaten mit Mozzarella und Basilikum? Heiß und innig. Heiß und innig, besonders wenn das Wetter heiß ist draußen, ist doch so lecker. Anneliese. Der Toni fühlt sich ganz wohl zwischen Anneliese und der Christiane. Die schunkelten hier schon während der Zuspielung. Also euch geht's gut, ihr seid gut drauf, ja? Sehr gut. Habt auch allen Grund dazu. Jetzt pass auf, es geht um 10.000 D-Mark und um diese fünf Bereiche. Welche Buchstaben nehmt ihr denn dazu? Also wir haben uns fürs Ernstl entschieden. Dann hoffen wir doch, dass die Buchstaben jetzt mehrmals zu sehen sind, gell? Es geht um Ereignis, Natur und Ort jeweils senkrecht und Name und Sache waagrecht. Name Peter. Noch ein Buchstabe von der Sonja und dann steht sie stramm. Stramm. Ein bisschen nach rechts noch, dass wir das N sehen kann. So. 90 Sekunden laufen wir euch ab jetzt. Viel Glück. Name Peter. Der geht aber nachher weiter. Nach diesem orangen Feld. Schnitt. Vor- und Nachname. Prag. Was? Ort Prag. Ja, das erste. Vorsagen ist erlaubt. Muss wiederholt werden von dem Kandidaten, der dran ist mit seinen 30 Sekunden. Natur, Rebe, Rübe. Die nächsten 30 Sekunden für den Toni. Rabe. Ja, Rabe. Rabe.
Toni muss die Antworten laut geben. Sache. Oh, schwer, Kinder. Komm, jetzt haut rein hier, alle räumen ab. Wir finden am Schluss. Anneliese, für dich rennen die letzten 30 Sekunden. Da bin ich jetzt dran. Wir finden am Schluss, was kann man da vor sein? Wie heißt der Peter? Peter Maffay. Ja, Peter Maffay. Na? Er heißt Peter. Alexander ist zu lange. Schwer. Nein. Anneliese. Ich weiß es nicht. Nein. Wir wissen es. Oh, das hat sich so gefunden. Peter Zahndeck. Bekannter Regisseur, ja, 72 Jahre. Ja. Ist er geworden? Rangabzeichen. Oh, den oberen Buchstaben, sei so lieb. Ah, ja. Genau, da haben wir Rangabzeichen und Echo. Echo. Es war ein schlechtes Echo in diesem Moment, ne? Echo, ja, aber gibt es einen Applaus für die drei? Ja, doch, ne? Sie haben sich bemüht, aber es hat nicht ausgereicht. Deshalb machen wir eins. Wir erhöhen den Jackpot der SKL auf 20.000 D-Mark. Liebe Christiane, ja, wir suchen jetzt zusammen mit dir nach einem Namen. Viel, viel Glück. Dankeschön, Sonja. Christiane, erstmal geben wir vor, von dir bitte noch zwei Konsonanten und ein Vokal. Da hätte ich gerne das K wie Konrad und das M wie Martha und I wie Ida. Ja. Christiane, wir drücken jetzt feste die Daumen, dass es klappt. 15 Sekunden bekommst du jetzt Zeit und die laufen ab jetzt. Die Pauker. Name. Name, ja. Das waren 15 Sekunden. Christiane, den kennst du mit Sicherheit. Joe Cocker, dein Lieblingssender auch noch. Christiane, Joe Cocker wird heute 54 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Würde doch mal herum vorbeifallen. Aber der hat ja sagenhafte Songs in letzter Zeit dargeboten. Christiane, du hast ja schön gewonnen. Dreh dich mal hier zu uns. Und Anneliese und Toni kommen noch zu uns. Und trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ah, da hast du Mitgefühl, wenn man da vor mir steht. Und wenn man noch das Rätsel dazu weiß, dann würde ich es am liebsten gerne sagen. Ganz schlimm. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie am Freitag wieder dabei sein wollen, denn morgen ist ja Feiertag, dann schalten Sie kurz vor 8:30 ein. Dann können Sie das Glücksrad hier bei Kabel 1 sehen. Und jetzt gibt es noch die Nachrichten. Kabel 1 Nachrichten. Bis Freitag. Schönen Feiertag. Tschüss.